Hiobsbotschaft für die Frankfurter Eintracht. Torhüter Kevin Trapp hat sich aller Voraussicht nach die Mittelhand gebrochen und wird wohl den Rest der Saison ausfallen. Trapp war mit der U21-Nationalmannschaft unterwegs. Und das Missgeschick passierte nicht etwa im Training, sondern bei einem Werbedreh. Auch der Co-Trainer der deutschen A-Nationalmannschaft, Hansi Flick, entschuldigte sich heute bei einer Pressekonferenz. Ja, wir sind auch geschockt gewesen heute Morgen, als wir das erfahren haben. Und Oliver Bierhoff hat kurz mit ihm gesprochen. Es tut uns wahnsinnig leid für ihn, wünscht natürlich hier auf diesem Wege schnelle Genesung. Er hat wirklich eine tolle Saison bis heute gespielt oder bis am Samstag oder Sonntag gespielt. Also von daher ist es auch für Frankfurt ein herber Verlust, weil er einfach der Mannschaft auch den Rückhalt gegeben hat. Und wir hoffen, dass er bald wieder im Tor ist. Somit wird der ewige Oka wieder zurück ins Tor der Eintracht kehren. Oka Nikolov ist bereits seit 1992 bei der Frankfurter Eintracht.